So. Wir hätten natürlich auch reingehen können und dann von drin raus, aber wie auch immer. Die meisten Händler dürfen Orsamar nicht betreten. Also lagern Zwerg, sie nur in der Nähe der Tore. Oberflächenzwerg. Da oben Zwerg. Gilt keinerlei Gesetz. Farin, du hast doch was zu verkaufen, oder? Ah, möchte dir einige Stücke der besten. Ja, ja, lass mich mal sehen. So, genau, und zwar wegen Rezepturen bin ich auch hier. Starker Lyriumtrank. Ja, ja, weiß nicht. Was hattest du denn noch alles? Bild einer Gänsemarkt. Oh ja, na, das wäre doch mal was. Tevinter-Schild. Plattenrüstung des Kommandanten. Voraussetzung Templer. Plus 40 Zauberresistenz. Na, das wäre schon was, ne? Handschuhe eines Chevaliers. Nee, nicht unbedingt. Armbrust der dunklen Brut. Dalish-Langbogen aus Weißholz. Schnelles Zielen. Das wäre etwas für die Liliana eventuell. Aber eigentlich bin ich wegen Rezepturen hier. Fleischfresser. Lyriumtrank. Eissalbe, Hurtigkeitssalbe. Na ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich guck mal noch zu dem da hinten. Zum Aaron. Was der noch so hatte. Die ganze Warterei für einen König. Es tut mir leid. Vielleicht wird es anders, bis meine... Ich will doch nur Sachen kaufen. Sagt, dann... Okay, es geht scheinbar nicht. War hier nicht noch irgendwo ein Händler? Noch ein anderer? Außer der da? Soll ich mir noch die Rezeptur für einen Lyriumtrank kaufen? Nee, braucht die gerade nicht. Wir haben ja noch, oder? Ja, guck mal, wir haben 8 Lyriumtränke und 2 starke. Können wir notfalls auch, nachdem wir wieder aus den Minen gekommen sind. Also ich mache das jetzt wirklich jetzt noch schnell davor und dann ziehen wir das aber in den Dingern tiefen Wegen durch. Ich sag schon immer Mine, ne, weil ich immer an die Minen von Moria denke, aber irgendwie erinnert es halt auch ein bisschen dran, ne? Was ist das? So die Zwerge. Ein Strumpf. Die... Ein schmutziger Strumpf. Wie kommt er in mein Bettzeug? Vielleicht mag er euch. Strümpfe sind ziemlich gerissen. Mir gehört er jedenfalls nicht. Ah ja, schön. Zwerge, die tiefe Höhlen graben und so tief graben und so, ne? Kommt einem ja schon irgendwo bekannt vor. So, übrigens wurde ich auch drauf aufmerksam gemacht, dass wir hier ja noch gar nicht alles haben. Denn hier hinten stehen zum Beispiel noch Leutchen rum. Und deswegen speichere ich mal lieber. Ne, weil jetzt sind ja neue Sachen wieder freigeschaltet, zum Beispiel hier neue Fanatiker. Ich habe gehört, was geschehen ist und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Möchte aber etwas sagen. Vielleicht, dass es mir leid tut. Was denn geschehen? Ich brauche kein Mitgefühl, also müsst ihr mich auch nicht trösten. Wir werden alle sterben, Liliana, und das wissen wir auch. Wo ist in meinem Fall der Unterschied? Dass es früher soweit ist? Wirklich? Vielleicht sterbe ich nächstes Jahr oder schon morgen. Durch den Pfeil eines Banditen, ich weiß es nicht. Die ständige Angst vor dem Tod führt dazu, dass man nichts mehr genießen kann. Am allerwenigsten das Leben. Sorgt euch nicht um mich oder um euch selbst. Der Tod nimmt uns mit, wann er es will. Und bis dahin sollten wir leben. Intensiv leben. Ein interessantes Gespräch. Und jetzt auf die Belenfanatiker. Hallo? Ja, dachte ich mir doch, dass die mich angreifen. Hat hier jemand eine Runde totgestellt? Was ist denn schon wieder mit der Frame? Geh mal ein bisschen weiter weg, dass ihr auch was seht. Und überwinden. Zack, zack. Zack, jawoll. Sag mal, gefällt es euch eigentlich besser, wenn ich hier so ein bisschen von oben her kämpft, dann habt ihr nämlich den kompletten Kampf in Übersicht. Oder wenn ich hier so ranzoome und eigentlich aus der Sicht einer einzelnen Person kämpfe. Ne, das ist immer so ein bisschen die Frage. Mir gefällt es fast so schöner, dass dann halt wirklich mehr noch diesen RPG-Style hat.
Ne? Und so ist es ja schon. Schon fast ein. Weiß ich nicht. So weit weg. Ich meine, gut, es ist ja auch ein Taktikspiel, aber. Wie auch immer. Max auf jeden Fall mal Schildwall und Belohn an. Schildwall. Jetzt hat er ausgemacht. Flammenwaffen hast du. Geist brauchen wir auch nicht unbedingt. Du magst den Unterdrückungsgeschosse und das Lied. Hopsa, jetzt bin ich hier unten drauf gekommen. Kannst du mal deine Hochball wieder machen? Sehr schön. Und außerdem, nicht nur, dass da noch Fanatiker waren, mir ist auch zu Ohren gekommen, dass wir da hinten nämlich noch was vergessen haben. Und dann bekommen wir nämlich nicht nur einen Codex-Eintrag, sondern auch eine Quest. Wenn mir Dragon Age nicht schon wieder abschmiert. Ey, ich glaub's ja nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Hat alles gut geklappt. Ich habe diesmal bloß einen Wundumschlag mehr verbraucht, aber ansonsten ist alles paletti. Wobei ich es jetzt zweimal nachstellen musste, weil beim ersten Mal hat irgendwie der Kampf nicht geändert, komischerweise. Aber jetzt können wir endlich weiter. So, und zwar, was ich euch eigentlich erzählen wollte, hatten wir hier hinten ja noch die Wandschnitzerei, die uns schon aufgefallen ist, aber wir haben die immer noch nicht betrachtet. Deswegen gucken wir die an. So, Codex-Eintrag, das Tornei. Und ein weiterer Codex-Eintrag fehlt uns noch, damit wir nämlich eine Quest bekommen. Wurde mir zugetragen. Und diesen finden wir im Diamantenviertel, deswegen laufen wir da mal ganz schnell hin. Tippeltapp, tippeltapp. Also die Orsama-Wachen stehen auch einfach nur rum, während wir gegen diese Beelen-Fanatiker kämpfen, ne? Will? Ja? Ja, Alistair? Mein Hemd hat ein Loch. Aha. Und? Könnt ihr es flicken, wenn wir wieder im Lager sind? Könnt ihr eure Kleidung nicht selbst flicken? Warum muss ich das machen? Weil ich manchmal den Stoff zu sehr raffe, sich dann alles verzieht und es am Ende einfach furchtbar aussieht. Und ihr seid, nun ja, großmütterlich. Und Großmütter machen so etwas doch, oder nicht? Socken stopfen und dergleichen. Soll ich etwa der dunklen Brut mit einem durchlöcherten Hemd gegenübertreten? Das Loch wird dann womöglich größer. Oder ich könnte mich erkälten. Also schön. Ich flicke euer Hemd, wenn wir das nächste Mal haben. Schön. Oh, und wenn ihr schon dabei seid, die Ellenbogen könnten auch einen Flicken vertragen. Vorsicht, junger Mann. Oder verzogene Kleidungsstücke sind das geringste eurer Probleme. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ach, ich finde das schön, wie da immer wieder so Geschichten eingestreut sind. So, jetzt aber hier, ne? Findet sich nämlich noch ein Ratserlass. Und ich dachte eigentlich, jetzt hätten wir alle, aber scheinbar immer noch nicht. Welcher fehlt denn noch? Ich dachte, das war's. Ich glaube, im königlichen Palast war noch irgendwas. War das der da hinten? Nee, das war Ständeviertel. Aktuelle Nachrichten. Naja, die Nachrichten interessieren mich nicht. Die sind sowieso manipuliert. Gerade hier. Graue Wächter befürworten die Lähmung des Militärs von außen. Genau. Königlicher Palast. Wurde ich auch darauf hingewiesen, dass wir da noch nicht alles erforscht haben. Und zwar waren wir ja hier und hier, aber hier geht es ja auch noch weiter. Ich weiß nicht, vielleicht war da verschlossen, aber jetzt kommt man da auf jeden Fall rein. Tada! Tada! Königliche Wache. So viel. Aber nur Wachen. Fachtag. Hallo, Fachtag. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus, Oberflächler. Na gut. Tür. Was haben wir denn hier noch? Nisch. Was ist das? Königliches Schlafgemach. Sieht man doch sofort. Das hier ist
auf jeden Fall nicht das Bett. Ah, das da hinten könnte das Bett sein. Ja, oh, ja, doch, doch. Hier lässt sich leben. Findet sich allerdings nicht unser noch vermisster Codex-Eintrag. Naja. Dann gehen wir mal noch hier hindurch. Wie ihr wünscht. Haben wir hier noch was Adliger? Können hier einmal nach links. Da ist ein Brief. Lesen wir doch den Brief einmal. Selbstverständlich. Ein Brief von Rika. Schön. Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir mal weiter. Von wo sind wir gekommen? Von rechts, ne? Ja, gehen wir noch nach links. Ihr seht schon, da geht es auch noch ein ganzes Stück weiter. Und das wollen wir natürlich auch nicht auslassen. Wird erledigt. So. Hier ist zum Beispiel noch eine Truhe und Lady Brodins und ein Kräuterkundige. Ja. Hey. Liana, du kannst mal diese Truhe öffnen. Ich werde es tun. Das ist sehr schön. Zwergischer Helm und der Alistair hatte einen Stufenaufstieg. So, und da mir Dragon Age an dieser Stelle das letzte Mal wieder abgekackt ist, hatte ich dann auch mal kurz einen Aufnahmestopp gemacht und bin jetzt aber wieder mit dabei und machen den Stufenaufstieg des lieben Alistair. Der braucht natürlich Stärke, weil er ja immer noch nicht alle Rüstungen tragen kann. Oh, und wir können Überleben 2 machen. Benötigt Klugheit 12, wie viel braucht er denn? 16 insgesamt. Müssen wir das nächste Mal dran denken, dass wir ein bisschen auf Klugheit gehen, weil das ist schon nicht schlecht, wenn der sämtliche Wesen aufspüren kann und Boni auf Naturresistenz und körperliche Widerstandskraft ist für einen Tank natürlich durchaus praktisch. So, außerdem haben wir wieder Fähigkeiten. Ich würde mal sagen, oh, Geschicklichkeit brauchen wir auch auf 26. Gehen wir mal zurück. Setzen wir vielleicht nicht alle drei, sondern mal... Klugheit 1, Geschicklichkeit 1, Stärke 1. So, ne? Machen wir das nächste Mal wieder und dann haben wir die nötigen Geschicklichkeit und die nötige Klugheit. Sehr schön. Wunderbar. Genau, hier können wir noch mit der Lady Brodis und dem Kräuterkundigen reden. Reden wir erstmal mit dem Kräuterkundigen. Seid bitte still. Meine Patientin braucht Ruhe. Narren und ihre Politik. Das Gift sollte vermutlich den König umbringen. Und sie hat die Dosis aus Versehen abbekommen. So etwas Starkes habe ich noch nie gesehen. Ihr könnt sie nicht heilen? Es ist ein höchst eigentümliches Gift. Die Zutaten für das Gegengift sind so selten, dass es ohnehin keine Rolle spielt. Wenn ihr diese Dinge besorgen könnt, wäre ich euch dankbar. Aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Der Stein wird sie bald zu sich holen. Oh je, ja, ja, die Zwerge und ihre Politik. Ungewöhnliche Maßnahmen. Ein Kräuterkundiger im königlichen Palast hat dir das Rezept für ein zwergisches Königsmordgift gegeben, mit dem du einen vergifteten Adligen heilen kannst. Na, das ist doch sehr schön. Können wir auch nochmal mit der reden? Na gut, mal gucken, ob wir das gleich verwenden können. Oh, benötigt meisterhafte Kräuterkunde. 2 Lebenssteine, ein Konzentrationswirkstoff, den gibt es noch zu kaufen. Also die Zutaten hätten wir schon. Brauchen nur noch meisterhafte Kräuterkunde. Ja, und das haben wir leider noch nicht, ne? Ja, ja, ist ja gut. Sudale, ne? Haben wir jetzt eigentlich hier schon alle Räume? Nee, nach oben müssen wir noch. Tippeltap, tipptap. Machen wir doch. Und hier durch diese Tür in den, was ist denn hier? Botschafter-Suite. Aha. Da ist noch ein Buch. Das gucken wir uns natürlich an. Für einen weiteren Codex-Eintrag. Und die Liliana darf sich mal der Truhe widmen. Na, sehr schön. Schwere zwergische Rüstung. Nehmen wir mit. Können wir immer gut gebrauchen. Zum Verkaufen. So, außerdem habe ich ja letztes Mal verzweifelt nach so einem Codex-Eintrag gesucht. Wir waren auch schon an der richtigen Stelle, aber ja.
sind da nicht weit genug gegangen. Und zwar müssen wir nochmal ganz kurz zum Tornei-Gelände zurück. Tut mir leid, wenn ich jetzt in dieser Folge etwas hin und her laufe, aber müssen wir durch. Sudelein. Hier, Diamantenviertel. Du kannst die Schnellleiste sperren. Das ist schön. Will ich aber nicht. Wird geladen. Da. Ladebildschirm. So, da. Naja. Ja, wieder die Nachrichten. So. Lord Balen schwört den grauen Wächtern Rache. Tja, okay, und da unten kommen wir schon wieder ins Ständeviertel. Hier gab es ja auch gerade noch, also vorhin letztes Mal oder weiß nicht, wann, wie lange es für euch schon wieder hier ist, eine Codex-Eintrag. Und der andere war eben im Tornei-Gelände. Da gibt es, da hatten wir ja die Wandschnitzerei, aber das war gar nicht der, den wir gebraucht haben für die eine Quest, sondern etwas anderes. Aber trotzdem gut, dass wir den haben, aber es fehlt uns eigentlich noch der eigentliche. Deswegen holen wir uns den jetzt. Sagt mal, habt ihr eigentlich Kinder? Enkel? Was weiß ich, Urenkel gar? Wie kommt ihr darauf, dass ich Kinder haben könnte? Ihr wisst doch, dass ich den größten Teil meines Lebens im Zirkel verbracht habe. Ach schön, wird geladen. Außerdem habe ich das Gefühl, wir verbringen die Hälfte den dieser Folge im Ladebalken, aber naja, was soll's. So, ne, hier die Wandschnitzerei, wie gesagt, aber da gibt's noch etwas anderes. Und zwar diese Tadelsschrift. Selbstverständlich. Und siehe da, neue Quest Schlüssel zur Stadt. Dein erhöhtes Verständnis für die Gesellschaft, also dadurch, dass wir jetzt sämtliche Codex-Einträge haben, für die Gesellschaft Orsamas hat ein Lager für Diplomaten offenbart, das den Vertretern der Versammlung offen steht. Sehr, sehr schön. Vertreter der Versammlung, das heißt, wir müssen in die Versammlungsraum wieder zurück ins Diamantenviertel. Naja, was soll's. Gehen wir eben wieder dorthin. Los geht's. Erstmal wieder ins Ständeviertel. Und wieder über die Brücke, wo die Wachen immer noch untätig rumstehen. Und was glaubt ihr, wird mit all den Leuten geschehen, die wir in Lothering zurückgelassen haben? Gute Frage. Einige werden sich nach Denerim durchschlagen. Hm. Viele werden sterben. Ganz nach dem Willen des Erbauers. Wärt ihr nicht lieber dort geblieben? Um mehr von ihnen helfen zu können, meine ich. Tja, auch wenn mich das jetzt auch interessiert, die Antwort von Liliana. Stehen wir etwas unter Zeitdruck. Die können auch hier einfach weiterreden. Das fände ich ganz schön. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Aktuelle Nachrichten. Ja, schon wieder weiterhin. Die haben immer Nachrichten. Der steht da den ganzen Tag rum und erzählt und erzählt. Ja, du kommst vorbei und schon erzählen sie irgendwas. Über uns auch noch, ne? So. Och nein, jetzt haben wir nicht ernsthaft hier nochmal. Naja gut, machen wir den Kampf noch schnell. Hat hier jemand eine Runde? Das geht aber nicht so schnell. Wie, das geht so schnell? Habe ich da etwa noch? Moment, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Oh ja, tatsächlich, da hatte ich noch aus dem Nachstellen, hatte ich mal kurz auf leicht gestellt. Damit das ein bisschen lange dauert. So, jetzt ist aber wieder schwieriger, aber gut. Naja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir es, dass ich hier mal kurz etwas leichter lesen Kampf hatte, aber dafür ging es ja auch ein bisschen schneller, ne? Nein, wollte ich gar nicht. Nein, nein. Grob und dennoch wunderschön. Ja, wirklich prächtig. Und habt ihr diese kleinen Wühltiere gesehen? Die Schweine. Ja, schön. Ich wollte aber eigentlich gar nicht dich anklicken. Sehr schön.
Ich wollte eigentlich hier in die Kammer der Versammlung. Und dieses Lager der Versammlung. Schlüssel zur Stadt. Das ist ein Ring mit plus 2 auf alle Attribute, plus 4 Zauberresistenz und plus 10% auf heilende Effekte. Übrigens, ich habe einen kleinen Mod drin, damit man diese heilenden Effekte auch wirklich bekommt. Denn es gibt einen Bug, dass die nicht zugeschrieben werden. Und dieser Mod macht eigentlich nur, damit man die doch bekommt. Schön, Quest absolviert. Ein Traum. Dann können wir ja weiter. So, aber bevor wir weitergehen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wobei, den Ring möchte ich noch ganz kurz den Alistair anziehen. Schlüssel zur Stadt, was haben wir denn? Ring des Erntefests, der ist natürlich schon ganz nett. Nehmen wir den. Und geben den anderen mal... der Liliana. Kann nicht schaden, ne? Wunderbar. Wir sehen uns, Hopsa, in der nächsten Folge. Bis dann.